Hallihallo, ich grüße euch bei herrlichstem Sommerwetter zu einem neuen Video. Der Bulli ist voll mit Angelzeug. Ich bin auf dem Weg hier an einen Baggersee, vielleicht sogar zwei Baggerseen, je nachdem wie es läuft, in Deutschland und habe auf dem Zettel stehen Raubfischangeln. Natürlich ganz klar im Fokus, Waller möchte ich probieren, Hecht möchte ich probieren. Vielleicht habe ich eine Chance auf Zander und ganz cool wäre es natürlich auch, wenn wir noch einen dicken Barsch abholen können. Ich will wieder alles, ob das möglich ist, werden wir sehen. Ich glaube, ihr hört an meiner Stimme, ich bin etwas heiser. Ein ganz verrücktes Wochenende liegt hinter mir. Ich durfte zusammen mit meinen Freunden in Bayern meinen Geburtstag feiern. Auf diesem Wege auch an euch nochmal herzlichen Dank für die zahlreichen Glückwünsche, die mich erreicht haben. Ich habe mich über jeden einzelnen sehr, sehr gefreut. Und dann ist noch der absolute Wahnsinn passiert. Wir sitzen Samstagabend auf einer Wiese in Bayern, gemütlich am Lagerfeuer, schnacken, feiern meinen Geburtstag und plötzlich kommen zwei Freunde von mir um die Ecke, Sally und Tom, und sagen: Stefan, auf geht's, Abfahrt. Ja, und ich sage, wo wollen wir denn jetzt hin? Wir fahren jetzt zur Aftershow-Party mit den Toten Hosen. Ich so, Quatsch, sowas gibt's doch gar nicht. Aber das gibt's. Wir sind losgeballert, haben uns zusammen mit der Band, ich bin auch ein großer Fan, ich höre die Musik mega gerne, auf der Aftershow-Party in Österreich getroffen, konnte mit den Jungs ein bisschen schnacken. Also absolut überwältigend, ja, sowas erlebt man ja eigentlich gar nicht im Leben, ja. Vielen, vielen Dank dafür nochmal. Und das absolute Highlight, plötzlich kommt Wom um die Ecke und sagt: Stefan, es ist der Schlagzeuger von der Band, ich habe noch ein Geschenk für dich zum Geburtstag, und schenkt mir seine Drumsticks. Also absoluter Wahnsinn, was in den letzten zwei Tagen abgegangen ist. Und wenn das Angeln, was uns jetzt erwartet, nur halb so spannend und aufregend wird, dann wird es mega. Wir fahren jetzt an den See, da sehen wir uns wieder. Drückt mir die Daumen, ich nehme euch mit, ich hoffe, ihr habt Bock. Abfahrt! Ach, ist das herrlich, hä? Fini, du bist auch froh, hä? Richtig tolle, frische Luft nach diesem Partywochenende. Und jetzt habe ich wirklich richtig Bock auf Angeln. So. Hier werden wir starten mit unserem Raubfischprojekt. Sieht doch spannend aus. Auf geht's, alles vorbereiten und ab aufs Wasser. Get up on your feet, this is a shakedown. Order up that beat just like a takeout. Show me you got soul inside those new shoes. And you can rock and roll. Na, Fini, geht da was? Geht da was? Naja, ob du damit drauf passt auf das Boot, weiß ich noch nicht. So, mein Bellyboot ist vorbereitet. Mit dem werden wir jetzt erstmal starten. Wir gehen jetzt erstmal raus und probieren es ein bisschen auf Welt hier am Baggersee. Das Wetter bietet sich jetzt natürlich dafür an. Und mit dem Bellyboot habt ihr dann richtig Spaß. Das erste Mal jetzt dabei, den neuen, über die Fernbedienung voll steuerbaren Rhino CR30VF. Kommt jetzt im Herbst auf den Markt. Mega Motor fürs Bellyboot oder auch kleinere Schlauchboote, kleinere GFK-Boote. Da können wir eigentlich schon starten. Im Hintergrund kreischen die Badegäste hier am See rum.
Hat sich fast angehört, als ob da ein Wels ein Badegast angegriffen hat. Nee, Quatsch beiseite, aber das kommt jetzt ab, halt wieder die Phase, das Sommerloch, wo euch die Mädchen irgend so einen Quatsch erzählen. Wir werden jetzt erstmal mit dem Welsangeln starten. Probieren, ob die Jungs Bock haben. Kann natürlich auch sein, dass jetzt so viel Alarm mit den Badegästen hier am Baggersee los ist. Das werden wir testen. Ich brauche auf jeden Fall jetzt noch Rettungsweste, Warthose und dann eine gesunde Portion Energy. Nach dem Partywochenende kann das nicht schaden, wenn wir jetzt raus auf den Teich gehen und uns vielleicht mit dem ersten dicken Raubfisch hier am Baggersee anlegen. Oli ist da der perfekte Begleiter. Ich habe wieder ein Taster-Pack mir organisiert. Das sind 7 verschiedene Geschmacksrichtungen drin enthalten. Ihr braucht gar nicht viel. Ein Shaker. Jetzt im Sommer eisgekühltes Wasser. Im besten Fall noch Eiswürfel. Mit denen kann ich jetzt hier leider nicht dienen. Und könnt euch jetzt hier durchtesten. Nehmen wir mal, weil wir uns auch gerade hier im Dschungel befinden. Peach Panda. Ein gesunder Energy-Drink. Geht ganz einfach die Zubereitung. Geschmacksrichtung eures Vertrauens. In den Shaker. Wasser drauf. Ui. Gut verschließen. Schütteln. Und schon habt ihr einen leckeren Energy-Drink. Ohne irgendwelche ungesunden, doofen Zutaten. Am Start. Der findet jetzt sogar Platz auf meinem Bellyboot. Schaut mal unten in der Videobeschreibung, da könnt ihr euch so ein Taster-Pack von Holy mal holen, euch mal durchtesten. Mit dem Rabattcode STEFAN10 kriegt ihr 10% auch auf andere Produkte von Holy. Schaut mal vorbei und jetzt Prost und wir gehen raus zum Angeln. So, ist alles vorbereitet. Ich habe eine leichte Rute dabei, die Solid Fun Yellow mit unserem Real Warm Teaser in der Farbe Pink. So, und jetzt haben wir mal hier raus auf den Baggersee. Überall sind Badegäste noch am Ufer. Ihr könnt ja mal in die Kommentare vom Video schreiben, ob ihr jetzt eher auf einen anderen Raubfisch geangelt hättet. Ich starte jetzt mal direkt mit dem aktiven Angeln auf Wels. Wer weiß, ob es die richtige Entscheidung ist. Was hättet ihr gemacht? Haut es mal rein in die Kommentare. Wir gucken mal, ob die Waller Bock haben. Ich fahre jetzt erstmal hier so ein bisschen in die Seemitte und lass mich dann, wir haben ganz leichten Wind auf dem See, hier mal leicht durchschreiben und schaue, ob irgendwo irgendwas passiert. Ja. Aber viele Welsangler unterschätzen diese drückende Zeit jetzt. Wir haben frühen Nachmittag und konzentrieren sich eher auf die Abendstunden. Das kann manchmal ein Fehler sein. Aber das werden wir jetzt testen. So, jetzt mal ein paar Würmer drauf machen. Die haben jetzt natürlich zu kämpfen bei den hohen Temperaturen. Ich habe im unteren Bereich unter meinem Real Warm Teaser einen kleinen Einzelhaken. Den bestücke ich mit 2 bis 3 einzelnen Tauwürmern, die ich nur so an der Seite leicht auffädle, dass die schön runter tentakeln und oben drüber über den Drilling hängt man ein richtig schönes, deftiges Wurmbündel. 3-4 Stück dürfen es dann schon gerne sein pro Haken. Und dann müssen die Würmer auf jeden Fall schnell wieder hier in der Tasche auf dem Bellyboot verschwinden. Denn Sonne mögen sie gar nicht, die Jungs. So muss es aussehen. Okidoki. Wallerholz, um die Waller jetzt hier aggressiv zu machen. Vorne kommt der nächste Badegast, der schwimmen geht. Bin mal gespannt, ne? So ein Badegast an der Wasseroberfläche, wenn der jetzt hier rumstrampelt, erzeugt natürlich auch Druckwellen
kann die Walle anlocken. Bin mal gespannt, ob ich mit dem Wallerholz dagegen ankomme oder ob ich lieber hätte warten sollen und jetzt mich eher auf Hecht, Barsch und Co. konzentrieren. Wer weiß. Es gäbe ja nichts Verrückteres, jetzt als hier unter den Badegästen einen Waller ans Band zu bekommen. Wir probieren es aus. Ich lasse jetzt meinen Köder erstmal auf so eine mittlere Wassertiefe runter. Ich starte so bei 6 Meter Wassertiefe. Gucken wir mal. In stehenden Gewässern klopfe ich 2-3 Mal, warte erstmal ab, ob sich irgendwo was auf dem Echolot in Ködernähe blicken lässt, ob ein Fisch drauf reagiert. Sehr auffallend ist jetzt, dass ich hier unten wie so eine Sprungschicht habe. Richtig starke Wasserverwirbelung auf dem Echolot. Also richtig starke Farbunterschiede auf dem Echolot. Unterhalb von 6 Meter geht es los. Da unten wird das Wasser definitiv kälter sein als im oberen Bereich. Oben haben wir Oberflächenwassertemperatur, dort wo der Geber hängt, 24 Grad. Hier seht ihr meine Köderlinie. Schön deutlich im Mittelwasser. Die untere Linie ist der Wurm, die obere Linie ist der Teaser. Und hier darunter diese Sprungschicht, ja, also diese drastischen Farbänderungen auf dem Echolot. Das bedeutet ganz einfach, dass hier unten das Wasser deutlich kälter ist als im oberen Bereich. Da ist bis. Irgendwas war da. Seht ihr hier noch? Hier kam einer. Ganz vorsichtig aber nur genommen. Da unten ist einer. Ich hab mich jetzt hier in der Ecke verzogen, weil doch das Geplansche der Badegäste um mich herum, glaube ich, negativ auf mein Wallerholz wirkt, also die Fische scheu macht. Aber jetzt hier in der Ecke kam eben ein schöner Steiger, hat auch kurz am Wurmbündel mal gerüttelt, aber ganz, ganz vorsichtig nur gebissen. Mal gucken, ob wir noch eine Chance kriegen. Wenn nicht, kommen wir zu einer anderen Zeit noch mal hier in die Ecke zurück. War auf jeden Fall einer da. Sowas müsst ihr euch dann natürlich merken. In der Seemitte, am anderen Ufer drüben, wo wir waren, kaum was gesehen und hier plötzlich eine schöne Sichel gekommen, aber hat sich wieder fallen lassen. Aber auch einen kurzen Zug gehabt, ich werde jetzt mal kontrollieren. Ja. Viel war da nicht. Viel Würmer hat er mir nicht geklaut. Recht mal Glück. Und er kommt noch mal vorbei. Ansonsten werden wir jetzt hier ein bisschen Ruhe einkehren lassen und dann zum Abend hin nochmal den Platz hier besuchen.
Der aktuelle Film wird von folgenden Angelläden präsentiert. Hier bekommt ihr alle brandneuen Produkte, ein super Preis-Leistungs-Verhältnis und eine fachmännische Beratung. Hier ist auf jeden Fall richtig viel Futterfisch auf dem Echolot zu sehen. Klar, und da ist der Räuber nicht weit. Schade, das wäre gewesen, der erste hier zwischen den Badegästen. Ich fahre schön weit jetzt hier hinter nochmal in die Ecke rein. Mal gucken. Aber hier ist auf jeden Fall schön ruhig. Und es kam gleich ein starkes Sichel ins Bild. Holen wir uns ab. Daumen drücken. Ist schon echt skurril, ne? Im Hintergrund hört er da die Musik an der Beachbar laufen. Oben laufen überall hier am Baggerseeufer die Badegäste umher. Vorne schwimmen Leute und ich sitze mittendrin mit dem Bellyboot und versuche einen Wels zu fangen. Jetzt ist der Wind auch eingeschlafen. Dann müssen wir immer wieder uns ein bisschen vorwärts bewegen, damit wir eine Chance haben, irgendwo Fische zu finden, die aktiv werden und die dann beangeln zu können. Beim eigentlichen Angeln jetzt halte ich meinen Real Worm Teaser, meinen Köder, ganz ruhig. Solange ich keine ansteigenden Wälze auf dem Echolot erkennen kann, lasse ich ihn jetzt einfach mit dem Bellyboot mitlaufen. Wir haben jetzt wieder ein bisschen Wind bekommen. Beobachte ganz akribisch meine Köderlinien hier auf dem Echolot-Bild und warte ab. Macht nicht den Fehler, dass ihr anfangt, euren Teaser so hin und her zu pilken. Das können wir dann probieren, wenn wir steigende Fische haben, die an den Köder rangehen, kein Interesse zeigen oder sehr lange mit dem Köder mitlaufen. Jetzt in der Anfangsphase erstmal ganz ruhig halten, die Tentakel eures Köders. Ich probiere es euch mal hier vorne zu zeigen. Bewegen sich auch bei den leichten Bellyboot-Bewegungen sehr stark, sind ganz, ganz sensibel, die Tentakel des Real Worm Teasers und darunter die Würmer, seht ihr selbst, wie toll die sich im Wasser bewegen, wie verführerisch sich euer Wurmbündel da präsentiert. Jetzt heißt es natürlich auch die Phase herausfinden, wo die Wälse aktiv sind. Das ist in stehenden Gewässern, wie auch hier am Baggersee, immer das Wichtigste, wie immer beim Angeln, ne? Die Zeitfenster, wenn die Fische bockig sind. Aber ich stehe eigentlich auf diese Zeit, wenn die Sonne richtig brezelt, wenn der Wels eigentlich richtig faul am Gewässergrund liegt. Wenn wir dann in seine Nähe kommen, haben wir gute Chancen auf so einen Aggressionsbiss. Das, was ihr hier jetzt hochkommen seht, nicht verwechseln mit einem Waller,
könnte am Anfang so aussehen wie ein ansteigender Fisch, sind aber Gasblasen, die nach oben aufsteigen. Ich habe mein Echolot aktuell sehr empfindlich eingestellt. Oh, guck mal hier, was hier durchs Bild kommt. Ein starker Schubi. Schaut mal, was ich jetzt direkt hier vor uns gefunden habe. Alles voll mit Karpfen. Wir fahren mal langsam drauf zu. Die kommen jetzt eher auf uns zugeschwommen. Seht ihr sie da? Ist ja der Wahnsinn. Da ist ein toller Schuppi. Kommt jetzt genau unterm Billyboot hier durch. Ja, eben hat er sich ein bisschen erschrocken vom E-Motor. Seht ihr sie dort? Alles voll mit Karpfen. Wahnsinn. Guckt mal. Super, super. Das ist doch stark. Guck mal, die haben gar keine Angst vom E-Motor. Jetzt merken sie mich erst. Zack, und weg. Alles voll hier. Das ist doch stark, oder? Naja, klar, hier ist Holz im Wasser. Alles voll mit Kraut. Und demzufolge auch alles voll mit Fisch. Ich denke, die Ecke werde ich mir später nochmal anschauen. Ich lasse hier ein bisschen Ruhe einkehren. Aber hier wird definitiv der Wels nicht weit sein. Dass jetzt zum späten Nachmittag noch mal so viel Alarm ist, es sind so viele Badegäste jetzt noch mal nachgerückt. Und ich glaube, dass durch dieses Geplansche im Wasser die Druckwellen von meinem Wallerholz doch irgendwie verloren gehen. Oder die Wälse einfach keinen richtigen Bock aktuell haben. Ihr habt es gesehen, ich habe das Bellyboot schnell im einen Baggersee rausgehoben, hier rüber an den angrenzenden Baggersee getragen. Es ist absolut tragbar. Musste zweimal laufen, einmal mit Batterie und Angeltackle und einmal mit dem Boot. Motor hing sogar noch dran. Und will jetzt hier am benachbarten Baggersee, wo ich auch angeln darf, probieren, um die Zeit einfach sinnvoll zu nutzen. Hier ist alles viel verwachsener. Hier kommen sie nicht so einfach durch die Hecken, die Badegäste. Und bin mal gespannt, ob die Waller hier mehr Bock haben. Aber klar, es ist so warm und mir läuft auch immer noch die Brühe. Und um keine Zeit zu verschwenden, habe ich gleich noch Angelgerät für einen anderen Raubfisch eingepackt. Ich habe mein Hechtzeug, hier noch ein paar wichtige Köder zusammengerafft. Das nehmen wir jetzt gleich mit und werden wir dann probieren. Köder rein. Was ich genau mitnehme oder einsetzen werde, zeige ich euch dann noch. Noch zwei große Gummis, die Replicants, nehmen wir auch mit, wollen ja, wenn, dann probieren, einen dicken Hecht zu fangen und einen ganz kleinen, sehr auffallenden Köder. So, die Hechtrute verstauen wir jetzt noch hier hinten im Bellyboot. Ich habe hier extra hinterm Sitz Rutenhalter, da müsste die doch reinpassen. So. Ersatzvorfach mitnehmen, falls es einen Hänger gibt. Abendessen einpacken. Einfach, effektiv, nimmt keinen Platz weg, ist mega lecker. Eine komplette Mahlzeit hier in der Flasche. Y-Food hat neue Sorten, passt zum Sommer, die Fruities. Das geht mit. So, die Wallerrute mit den Würmern. Fernbedienung. Rettungsfest geschlossen und einen kleinen Kescher packen wir uns noch ein. Der stört ja nicht, den können wir schön hier hinten drauflegen. Zack. Wallerholz. Das habe ich noch vorne liegen. Das hole ich schnell und dann ist Abfahrt.
So, da schauen wir mal, ob hier die Welse mehr Interesse zeigen. Würmer sind noch gut, ich hänge noch ein paar frische mit drauf. Und wenn die Welse nicht wollen, müssen wir halt auf die Hechte umsteigen. Bin mal gespannt, ob mit der untergehenden Sonne es ein bisschen kühler wird, ob die Fische ein bisschen aktiver werden. So, gleiches Spiel wie drüben. Wir fangen so auf halber Wassertiefe jetzt erstmal an. Da setze ich meinen Köder hin. Ihr seht dann schön ins Bild kommen. Wir setzen so auf 5 bis 6 Meter. Ist wirklich krass, wie genau hier die Köderlinien dargestellt werden. Hier oben, diese kleine Linie, ist der Verbindungswirbel zwischen dem Vorfach meines Teasers auf die Hauptschnur. Darunter ist der Teaser. Und nochmal darunter sitzt das Wurmbündel. Mit den drei Linien ganz, ganz exakt dargestellt. Also wenn sich da irgendwo ein kleiner Wels, sogar eine Kaulquappe, am Köder bemerkbar machen würde, würden wir es auf jeden Fall mitkriegen. Aber deswegen sind wir nicht hier. Kaulquappen wollen wir nicht fangen. Also wenn da irgendwo einer sitzt, würde der direkt anstarten. Und das ist halt jetzt das Schwierige beim Angeln am Baggersee. Wir müssen halt irgendwo über den Fischen parken. Wenn da vorne ein Wels ist und an dem Baum, an der Wurzel liegt, der Uferkante, der kommt nicht hier zum Wallerholz geschwommen. Wir müssen es schaffen, die Druckwellen des Wallerholzes in Verbindung mit dem Köder direkt über dem Waller zu parken und ihn damit zu fangen. Deswegen versuche ich jetzt hier so ein paar Ecken. Ecken sind immer markante Plätze in Gewässern, wo sich alle Arten von Fischen einstellen. Ja, und hoffe, dass wir da auf einen treffen. Hier ist auf jeden Fall jetzt schön schattig. Irgendwas ist da mit dem Bild jetzt. Kann auch noch die Verwirbelung sein vom Fahren eben mit dem E-Motor. Aber irgendwas läuft hier unten durch den Köder. Irgendwas durchkreuzt hier meine Köderlinien. Das gibt hier auch Massen an. An Weißfischen, an Barschen, große Rotaugenschwärme. Kann natürlich auch sein, dass die jetzt hier anfangen, sich an meinem Wurmbündel zu laben. Aber ich glaube, das würde ich sogar merken über die empfindliche Rute, die ich hier einsetze zum Welsangeln. Wenn da einer unten mir die Würmer abzupft. Hier kommen jetzt ein paar kleine Fische an die Würmer rangestiegen. Aber das sind keine Welse, das werden Rotaugen sein oder Barsche. So, weitersuchen. Mein Plan war halt, der vordere Seebereich jetzt dahin in der Ecke wird etwas flacher. Während ich jetzt dahin fahre, um nicht sinnlos Angelzeit zu vergeuden, kann ich mir die Hechtrute jetzt schnappen und dabei ein paar Würfe machen. Ja. Wenn ich zur nächsten welsverdächtigen Stelle unterwegs bin. Also beim Welsangeln jetzt nochmal für euch an den Baggerseen. Der Wels kann überall sein. Der kann hier, seht ihr das überall, unter diesen überhängenden Bäumen ganz nah am Ufer liegen. Er kann
in den Wurzeln drin liegen, er kann in den Seerosen drin liegen. Für das Angeln mit dem Ballerholz, für diese Methode, können wir ihm da aber nicht auf den Leibe rücken. Ja? Das können wir nur machen, wenn wir Ansitzangeln machen und dort unsere Köder präsentieren. Hier versuche ich an den abfallenden Kanten im See Fische zu finden, die dort am Grund liegen und bereit sind oder aktiv werden durch die Druckwellen des Wallerholzes. Viele Plätze, wo sich jetzt wahrscheinlich Waller aufhalten, können wir mit dem Wallerholz und mit dieser Methode überhaupt nicht mehr angeln. Das ist eine reine Methode für das Freiwasserangeln. Hier unten kommt jetzt ein bisschen größeres Sichel hoch. Gucken, ich fasse mal meinen Köder ein Stück runter. Das Klopfen, das aktive Angeln hier mit dem Teaser. Na, hier ist was Größeres unterwegs gewesen. Ist eine Methode fürs Freiwasserangeln und für das Heckenangeln. Da sollten wir dann zum Ansitzangeln, also zum Präsentieren der Wurmbündel, der Köderfische direkt am Unterstand übergehen. Ne, das sind aber keine Welse. Das sind irgendwelche kleinen Fische, die immer mal nach den Würmern da schauen. Da muss ich aber trotzdem ein bisschen aufpassen. Ne? Schaut euch dieses Zusammenspiel mal an zwischen dem Teaser und dem Wurmbündel darunter. Besser geht's nicht. Ja, und wie gesagt, kommen wir zurück. Ich hänge die jetzt hier vorne kurz ins Wasser. Hier kommt nochmal eine Sichel durchs Bild. Ist das vielleicht ein Wels? Ich lasse nochmal kurz hier runter. Die hier meine ich. Auf dem Weg zum nächsten Hotspot, sofern ihr euch am Gewässer auskennt, können wir probieren, Hecht zu fangen. Der hat Reis ausgenommen. Das werden wir jetzt auch tun. Ich schnapp mir jetzt die Hechtrute. Ich habe hier einen kleinen Goldie Replicant drauf. Die Schleier. Es ist eine sehr krasse Farbe für diese klaren Wasserverhältnisse, die wir hier gerade haben, aber ein absoluter Hechtmagnet. Damit machen wir jetzt hier ein paar Würfe an die Krautkanten hier an der Seite, an die Uferkanten. Wallerholz packen wir mal kurz auf die Seite. Vielleicht haben wir ja eine Chance. Denn da wird irgendwo der Hecht wohnen. Ihr hättet jetzt sogar die Möglichkeit zu schleppen mit dem E-Motor hinten auf dem Bellyboot. Aber ich will ein bisschen gezielter hier die Krautfelder beackern. Also nicht zu schnell unterwegs sein. Kommt toll durchs Wasser hier. Wenn ich ein Hecht wäre, ich würde da drauf ballern. Fisch! Uiuiui! Ab! Das gibt's doch nicht. Kurz drauf gewesen, ausgestiegen. Hier schön an der Kante entlang geworfen.
Ah, ja, dann gehabt. Eieiei. Da hätten wir schon den ersten Räuber jetzt gehabt von unserer Liste. Bremse ist gut eingestellt, daran lag es nicht. Einfach vielleicht nur Pech gewesen. Aber vielleicht werden sie jetzt aktiv, die Jungs. Schade, aber da muss man durch. Dazu. Ihr seht das mal drüben, wie toll der kleine Goldie schwimmt. Ja. Genau hier vorne an der Uferkante kam der Biss. Aber der Fisch, der sitzt aber jetzt. Wieder aus. Wieder ausgestiegen. Zweite Aktion, wieder ausgestiegen. Das gibt's doch nicht. Geht das noch mit rechten Dingen zu? Da sind halt auch kleine Haken drauf, ne? Zweite Aktion, wieder ausgestiegen. Halbe Stunde sind wir jetzt hier vielleicht drauf. 10 Minuten geklopft. Oh nee, Mensch. Unglaublich, unglaublich. Ich habe den Hechtchen noch vorne kurz gesehen. 60, 70. Echt wie verhext, oder? Aber der kleine Goldie liefert. Stehen sie drauf auf so ganz verrückte, unnatürliche Farben. Goldfisch in so klarem Wasser. Aber am kleinen Goldie sind natürlich auch kleine Haken. Das war jetzt vielleicht ein bisschen mein Pech. Weiter geht's, nicht aufgeben. Der sitzt jetzt. Ui, vielleicht ist es auch der gleiche. Schwer zu sagen. Ui, ja. Der sitzt. Das ist kein schlechter Fisch. Wahnsinn. Zwei Attacken hintereinander. Und den wollt ihr jetzt definitiv fressen. Oh. Ich habe echt gedacht, ich werde verrückt hier. Aber jetzt hat es geknallt. Vielleicht ist es wirklich sogar der Hecht, der eben schon hinterher gegangen ist, der wieder ausgestiegen ist. Sag ja, der Goldie liefert. Wenn sie richtig Bock haben, dann bleiben sie da auch dran hängen. Weil dann wird er gefressen. So, ich zeige euch mal. Ich habe extra mir noch so eine Measure-Mat mitgenommen, weil auf dem Babyboot ist es natürlich alles nicht so einfach. Wo ich den Fisch kurz ein bisschen ablegen kann. Das ist mal ein bisschen nass. Zack.
Den wollte er haben. Komplett weggenagelt. So, da ist er. Ist doch ein toller Hecht. Petri Heil, kann ich da nur sagen. Goldie hat geliefert. Nicht zu viel versprochen, oder? Wir haben zwar jetzt hier ein bisschen Chaos auf dem kleinen Boot. Und noch mal kurz wieder auf, aber Goldie hat nach anfänglichen Startschwierigkeiten geliefert. Der kleine Fox Rage Replicant, die Schleie, 3 Aktionen, der dritte hat gehangen. Vielleicht waren die ersten beiden Aktionen war es schon der gleiche Hecht. Oftmals greifen sie ja dann noch ein paar Mal an, wenn sie Bock auf den Köder haben. Jetzt hat es geklappt. Das war kein schlechter. 80 cm, weiter geht's. Jetzt nutzen wir den Bereich hier nach dem Hecht wieder zum Klopfen und versuchen, einen Wels ans Band zu bekommen. Kann wieder weg. Eieiei, verrückt. Verrückt. Ordnung machen, das ist wichtig. Bündel ist noch okay. Bündel raus an die Kante. Schaut mal, was da zwischen dem Teaser rumgeistert. Auf jeden Fall ein größerer Fisch, der da gerade am Gucken ist. Waller machen es mir wirklich nicht leicht am Baggersee aktuell. Die nächsten Badegäste sind am Start. Und es ist wirklich wie ausgestorben. Ich wollte eigentlich 4 verschiedene Raubfische fangen. Das will ich auch immer noch. Aber ich habe dabei gedacht, dass der Wels für mich der einfachste Part wird. Ja, und bis jetzt haben wir die meiste Angelzeit dem Wels gewidmet. Aber der zeigt sich überhaupt nicht. Das Hechtangeln hat dann im Beißfenster gut funktioniert, war aber auch zäh. Vielleicht bin ich einfach beim Thema Wels komplett zur falschen Zeit am falschen Ort unterwegs. Waller sind da, das weiß ich. Aber sie haben keinen Bock, absolut nicht. Ja, und ich überlege, ob ich jetzt doch nochmal umswitche. Ich habe jetzt gerade hier vorne an den Krautkanten ein paar Weißfische aufgehen sehen. Vielleicht Barsche, die da aktiv waren. Der Barsch ist eigentlich der Angstfisch vieler Angler. Kann sehr zickig sein, aber ich glaube aktuell zickiger als der Wels geht gar nicht mehr. Ich werde jetzt nochmal schnell umswitchen, Angelgerät ändern und dann wenigstens probieren, einen Stachelritter abzuholen und dann heute Abend in der Dämmerungsphase noch mal rausgehen auf Waller. Vielleicht zeigen sie sich dann. Ah, da hat es schon wieder geraubt. Ja. Wir switchen jetzt mal schnell um und probieren den Barsch. Vielleicht hat er mehr Bock jetzt bei dieser Hitze am Baggersee. Schnell ans Ufer gesprungen mit meinen Flossen und das Angelgerät für die Raubfischart schnell gewechselt. Leichte Spinnrute kommt mit. Und noch ein paar Köder.
Genau, ein paar kleine Wobbler. Und vielleicht noch ein paar leichte kleine Gummis. Das sollte passen, da sollte was dabei sein. Und Abfahrt. Vielleicht haben wir ja eine Chance jetzt auf Barsche. Zander glaube ich nicht, dafür ist es zu warm. Aber die waren ja gerade aktiv. Los geht's. Immer schön flexibel bleiben. Aber mit so einem Bellyboot am Baggersee ist ja alles möglich. Man muss es nur machen. Hoffentlich habe ich wirklich nicht meinen Mund zu voll genommen, alle vier Raubfische fangen. Aber noch ist nicht aller Tage Abend. Seht ihr hier vorne diese Krautkanten? Da hat es eben geraubt. Das werden wir jetzt mal probieren. Schnell die Ballerut ans Ufer gebracht und eine leichte Spinnrute geholt. Kurz zum Setup. Ich habe hier eine leichte Spinnrute, Medium Spin, 2,10 Meter, 5 bis 21 Gramm. Eine 14er geflochtene Schnur drauf, 2500er Rolle. Und im vorderen Bereich ein ca. 60-70 cm langes Fluorocarbon montiert in der Stärke 0,35 mm. Ich werde erstmal mit Wobblern jetzt probieren. Ich habe die Fische ja auch an der Oberfläche gesehen. Ich habe mir hier eine schöne Sammlung kleinerer Wobbler mitgenommen. Wir haben hier schon 5 Meter vor der Krautkante, also ich werde jetzt erstmal einen nutzen, der ein bisschen größere Tauchschaufel hat, also schön schnell auf Tiefe geht. Das ist der Hornet in der Größe 5. Schauen wir mal, ob sie Bock haben. Ob sie wirklich so zickig sind, wie die meisten Angler ihnen nachsagen. Oder ob aktuell eher der Waller diesen Part einnimmt. Schön direkt an die Krautkante ranwerfen. Auf jeden Fall auch immer beobachten, wenn der Wobbler zu euch ans Boot rankommt, ob da vielleicht welche hinterher sind. Oftmals folgen als erstes immer die kleinen Barsche. Wenn die hinterher sind, sind die großen auch irgendwo in der Nähe. Dann sollte man so einen Platz ein bisschen länger behaken. Direkt ins Krautfeld reingeschossen, aber wie ich gesagt habe, ein starker Barsch. Ja, das waren jetzt 6-7 Würfe. Wahnsinn, Wahnsinn. Schaut euch an, so schnell kann es gehen. Starker Fisch.
Also wie beim Hechtangeln, zur richtigen Zeit, am richtigen Ort, dann knallt. So, schnell den Haken hier raus. Geil! Raubfisch Nummer 2 ist abgehakt. Und sogar einer der so oftmals zickigen Stachelritter. Petri Heil. Hier am Kraut tummeln sich überall Fische. Hauptsächlich Karpfen sind drin unterwegs. Ich vermute auch hier irgendwo die ganzen Raubfische. Der Spuk war dann relativ schnell wieder vorbei. Aber das ist Dreck. Aber das ist ja oft so beim Angeln, wenn so ein Barschschwamm kommt. Seht ihr die? Unten die Karpfen schwimmen. Ja, ich werde jetzt noch ein bisschen auf Barsch weiter probieren. Vielleicht habe ich ja noch mal das Glück und bekomme da ein Beißfenster. Am meisten enttäuscht mich so ein bisschen der Wels. Da war ich mir relativ sicher, den ganz schnell abzufertigen. Aber seht ihr das? Wie viele kleine Barsche da hinterher kommen? Ich weiß nicht, ob ihr es erkennen könnt. Ein ganzer Schwarm kleiner Barsche kam eben hinterm Wobbler hinterher. Vielleicht kommt gleich wieder der nächste Dicke. Ich kämpfe weiter, ich bleib weiter dran. Jetzt kommt in Kürze die dunkle Zeit. Da werde ich auf jeden Fall nochmal auf Wels rausgehen mit dem Belly. Das ist echt wie verhext. Also auch die Barsche sind zickig. Wir haben zwar einen jetzt fangen können. Ich habe noch ein paar andere Spots probiert, aber Nachläufer ja. Vor allen Dingen viele kleine Barsche, sogar Rotaugen flitzen hinterher, aber kommt kein Biss mehr. War nichts mehr zu machen. Das Beißfenster war wieder zu und ich will halt auch nicht zu viel Zeit verplempern. Ich will ja versuchen, die 4 verschiedenen Raubfische abzudecken. Ja, jetzt fehlt mir noch Wels und Zander. Ich werde jetzt mal ein kurzes Päuschen hier im Schatten machen. Es ist so heiß draußen, die ganze Zeit auf dem Bellyboot. Da brennt einem der Skalp ab. Und dann werden wir uns noch um Wels und Zander kümmern heute Abend in die Dunkelheit rein. Bin mal gespannt, ob der Plan noch aufgeht. Aber ich bleibe dran, ihr seid dabei. Wir sehen uns gleich wieder auf dem Teich. Die Sonne schwindet jetzt langsam am Baggersee. Die Badegäste sind auf dem Heimweg. Und ich werde jetzt noch mal hier hinter in die Ecke heizen, um zu sehen, der Wels, der vorhin da Interesse gezeigt hat an unserem Wurmbündel, vielleicht jetzt ein bisschen williger ist. Jetzt beginnt die angenehme Zeit, aber wie gesagt, man muss das immer so ein bisschen probieren. Ich konnte schon wirklich in der stärksten Mittagshitze Aktion verzeichnen, aber vielleicht war es heute wirklich zu viel mit dem Trubel hier am See. Es war einfach zu wenig los. Aber genau das ist ja das Schöne und Flexible an dieser Fischerei. Mit dem Bellyboot sind wir schnell unterwegs, schnell wieder am Spot und schauen mal jetzt. Ja. Und spätestens, wenn man einen Tag am Baggersee verbracht hat, also mal morgens, mittags, abends aktiv geangelt hat, kennt man die Beißfenster. So, jetzt heizt man wieder da hinten rein. Noch vorhin den Fisch gesehen haben. Was natürlich auch sein kann, dass jetzt die Fische auch in der Seemitte aktiv werden. Je nachdem, wo der Futterfisch jetzt steht. Schauen wir mal. Hier unten ist ein guter Fisch. Leicht angestiegen eben. Uiuiuiuiui. Uiuiuiuiui. Guter Fisch am Köder. Richtig guter Fisch am Köder. Seht ihr das?
Na komm, 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 da ist er. Ist kein kleiner Wels. Komm, 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 komm. Ein bisschen hochgehen. Vielleicht kann man so animieren. Ne, haut wieder ab, haut wieder ab, haut wieder ab. Nein. Was ist da los heute? War eben ein richtig guter Fisch am Köder. Richtig schön angestiegen. Hier in so einer kleinen Bucht wieder vom Baggersee. Aber nix. Keine Aktion. Wir drücken uns mal noch ein bisschen weiter hinten rein hier. Vielleicht verstecken sie sich wirklich in den Ecken. Unglaublich, unglaublich. Aber es ist so spannend. Fisch ist da. Zwischen den Ködern. Genau an den Würmern. Wieder abgehauen. Aus irgendeinem Grund wollen sie aktuell nicht. Wieder weg. Oh, das ist zum Verrücktwerden heute Abend. Zum Haare raufen. Jetzt kommt er hoch. Jetzt kommt er. Komm, 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 komm. Na komm, 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 komm. Guter Fisch. Alter, was ist da los? Jetzt kommt er, jetzt kommt er, jetzt kommt er, jetzt kommt er. Da ist Biss, 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 Biss. Hängt! Ui. Ja, der hängt. Alter Vater. Das ist eine Aktion jetzt. Jetzt kam an der Dunkelheit. Unglaublich, unglaublich. War das ein Krimi eben? War das ein Krimi? Ich sag's euch. Ich sag's euch. Unglaublich, unglaublich. Er ist so oft mitgegangen, so oft wieder hochgegangen. In der Dunkelheit kommen sie. Ja, da haben wir drei zusammen. Also das war wirklich jetzt verrückt. Das war wirklich jetzt komplett verrückt. Unglaublich, unglaublich. Das war eben noch ein Klopfkrimi vom Feinsten. Komm her. Da ist er, der Kollege. Petri Heil. Heieiei, das hat diesmal echt gedauert.
Aber der dritte Räuber jetzt hier vom Baggersee in der Dunkelheit. Wahnsinn. Oh, Wahnsinn. Petri Heil am kleinen Angsthaken hängt da. Schöner Fisch. Schöner Fisch. Alter Falter, war das jetzt nochmal ein Krimi in der Dämmerungsphase hier am Baggersee. Der Real Warm Teaser hat dann doch noch geliefert. Unglaublich, aber wahr. Ich habe schon gedacht, was ist denn hier los? Ja, ich war mir meiner Sache einfach zu sicher, dass wir tagsüber hier ein Waller ans Band kriegen. Hat schon sehr oft geklappt, aber diesmal war es wirklich wie verhext. Vielleicht war es auch einfach alles zu warm, zu heiß. Drei Räuber sind auf die Habensliste gekommen. Hecht, Barsch, Wels. Bei keiner Fischart irgendwelche Massenfänge. Und den Zander, den glaube ich, hebe ich mir jetzt auf fürs nächste Mal, weil ich bin jetzt auch langsam platt. Aber ihr seht, wenn man dran bleibt und seine Montagen und Methoden variiert, kann man ganz schön facettenreich angeln hier in der Heimat. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns beim nächsten Video und dann versuchen wir, den Zander ans Band zu bekommen. Ich habe da schon eine Idee. Viele Grüße. Ich hau mich jetzt in den Bulli. Morgen früh geht's heim. Viel Spaß am Wasser euch. Dicke Fische, alles Gute. Euer Stefan. Bis zum nächsten Video. Ciao, ciao.